Hallo liebe SVE-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe TV11 Nachschuss. Flutlichtspiele sind ja bekannterweise die schönsten Spiele und wenn es dann noch mit einem Heimsieg klappt, ist es gleich doppelt so schön. Was Spieler und Trainer zu unserem 3:1-Sieg über die Wormatia aus Worms zu sagen haben, weiß Till Hust. Ja, Kevin, nach 5 Unentschieden hat es endlich wieder geklappt gegen Worms mit dem Dreier. Wie froh bist du, dass es endlich wieder geklappt hat? Ja, natürlich sind wir alle froh. Stehen ja noch, oder eine wichtige Aufgabe steht ja noch an. Und ich glaube, wenn wir da noch ein paar Siege holen, ist es ein besseres Gefühl, in dieses Spiel zu gehen, als immer nur unentschieden zu spielen oder teilweise auch zu verlieren. Worms kam als Tabellen-14., also als Mannschaft, die wirklich noch kämpfen und fighten muss gegen den Abstieg. Wie schwer ist es gegen solche Teams speziell? Ja, ich glaube, man hat in der ersten Halbzeit gesehen, wie schwer sie es uns gemacht haben. Standen tief, haben auf Fehler gewartet von uns. Ein, zwei haben wir ihnen angeboten, aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir es ganz gut gemacht. Und haben uns dann durch den Standard belohnt und ich glaube, dann auch verdient gewonnen. Ihr habt ähnlich offensiv agiert wie im Hinspiel, das man am Ende leider 0:1 verloren hatte. Stand das noch so ein bisschen in den Köpfen drin oder hat man es komplett ausgeblendet? Hey, sowas blendet man aus, ist ja schon etwas länger her. Fakt ist, dass es ein Spiel war damals, wo wir hätten noch mal rankommen können. Haben wir nicht gemacht. Heute war es einfach wichtig, wie du gerade gesagt hast, einfach 3 Punkte zu holen und einfach mit einem positiven Gefühl jetzt in die nächsten Spiele zu gehen. Es war eine sehr intensive Woche, die jetzt hinter euch liegt, eine englische Woche. Wie froh bist du, dass jetzt heute die Woche mit diesem positiven Ereignis abgeschlossen werden konnte? Ja, nochmal. Wichtig waren die 3 Punkte, ganz, ganz wichtig, weil, wie gesagt, wir haben noch ein ganz, ganz wichtiges Spiel, was wir unbedingt gewinnen wollen. Und da zählt es natürlich auch vorher noch Siege einzufahren, um einfach noch sicherer wieder zu werden. Viel Erfolg dabei und danke. Ja, bei mir jetzt Gaetan Krebs und Kevin Coffey. Erstmal vielen Dank, Gaetan, dass du heute als Simultandolmetscher herhalten wirst. Fangen wir doch einmal bei dir an. 3:1 gegen Worms. Wie froh bist du, dass es heute endlich wieder mit dem Dreier geklappt hat? Soll ich antworten oder wie noch? Ja, perfekt. Erster Sieg zu Hause in dieses neues Jahr und wir freuen uns ganz, also wir sind sehr froh und jetzt bleibt es noch 2 Spiele und wir wollen auch 2 Siege einfahren und dann Pokalspiel genauso weitermachen. Ja. Aber wir sind sehr froh heute. Ja. Eine Frage an Kevin, wie hat er die letzten Wochen erlebt und wie froh ist er, dass das heute mit dem Tor geklappt hat? Comment t'as vécu les dernières semaines et si t'es content d'avoir marqué aujourd'hui? Ouais, je suis content pour le match qu'on a fait aujourd'hui. Toute l'équipe a très bien joué. On a fait ce que le coach a demandé. Donc après beaucoup de matchs sans gagner, aujourd'hui nous sommes vraiment très contents d'avoir gagné le match. Ja, wie gesagt, sehr froh für die Mannschaft, dass wir gewonnen haben und froh auch, dass wir umgesetzt, dass was der Trainer gesagt hat. Und die letzten Wochen waren so schwierig, weil wir keinen Sieg einfahren haben. Und deswegen sind wir sehr, sehr froh, heute einen Sieg zu Hause zu feiern. Gaetan, du bist ein sehr erfahrener Spieler. War das jetzt für dich auch eine neue Situation, in der sich die Mannschaft befunden hat in den letzten Wochen mit den 5 Unentschieden? Nein. Ich habe schon viele, viele andere schwierige Situationen erlebt. Die ist auch nicht so brutal schwer. Das ist einfach so, weil sowieso wir wissen, dass wir diese Saison verkackt haben. Und wir sind schon stabiler geworden. Wir kriegen wenig Gegentore, aber klar, zu viel im Unentschieden bringt auch nicht viel. Aber wir sind trotzdem positiv geblieben. Auch wenn es nicht immer schön war und ein Sieg ist da, es soll so weitermachen. Weitermachen müssen wir, ja. Zum Abschluss würden wir von Kevin gerne noch mal hören, wie er heute sein Tor erlebt hat. Comment t'as marqué le but aujourd'hui? Oui, il y a Fatih qui déborde sur le côté, je le vois, donc je fais l'appel au deuxième poteau, il me la met bien et voilà, j'ai seulement à mettre la tête et je marque. Voilà. Er legt den Ball auf der Seite für Fatih und dann bewegt sich auf der zweiten Posten und Fatih wartet und sucht, sieht eine super Lücke und Flank überragend und er muss nur reinköpfen und super, super Vorlage, super Tor. Ja. Vielen Dank an euch beide für dieses deutsch-französische Wortspiel und feiert noch schön.
Herr Salz, die Woche durften wir uns leider nur über ein Unentschieden unterhalten. Heute dürfen wir uns endlich wieder über ein Dreier unterhalten. Wie groß ist denn der Stein, der da vom Herzen fällt? Ja, schon groß. Ne? Klar, wir sind alles nur Menschen und wir wollen auch das Beste für alle, für den Verein, für die Fans und so weiter, für die Mannschaft natürlich auch. Und das, was wir heute gepackt haben, tut ganz gut. Ich glaube, die Mannschaft wollte das auch. Wir haben natürlich am Anfang ein bisschen Probleme gehabt mit einer tiefstehenden Mannschaft der Wormser. Und die haben uns auch schwer gemacht. Aber der 1-0-Treffer von Kevin war irgendwo der Dosenöffner. Danach haben wir es gut gespielt, schöne Tore gemacht und schade ist, dass wir nicht zu Null gespielt haben, aber das spielt jetzt im Endeffekt keine Rolle mehr. War das heute so der Gegner und das Worms, was Sie erwartet haben? Ja, schon, weil letztendlich weiß man ja, wo die stehen. Es geht hier um Existenz, es geht hier um Abschiedskampf, es geht hier um Spielerverträge, um Arbeitsplätze. Und ich wusste, dass die alles in die Waagschale werfen und hier bei uns nicht zu verlieren, vielleicht sogar einen Dreier mitzunehmen. Wenn man sich die Tabelle anschaut, weiß man, sie sind dick drin und deswegen war es schon klar, dass sie so spielen. Sie sind Trainer, Sie sind Sportdirektor, waren Sie letzten Tage auch Psychologe für die Spieler? Ja, jein, sage ich mal. Ne? Letztendlich kann man es immer wieder nur ansprechen und man kann immer wieder nur mitteilen, dass es einfach, ich habe der Mannschaft letztes Mal, ich glaube gestern oder vorgestern gesagt, die Quote, die wir haben in den 7 Spielen, wir haben 4 Gegentore bekommen, das ist nochmal überragend. Aber da waren 2 Standards dabei mit Freistößen, eine Standard mit Eckball und dann müssen wir uns einfach besser verkaufen, besser wehren. Und komisch, dass wir heute wieder einen Standard bekommen haben, aber heute konnte man nichts dafür, es war ein super Tor, kann man höchstens darüber diskutieren, ob der Freistoß zu vermeiden gewesen wäre. Ein Sieg für die Moral. Ist das so eine Überschrift, die passen würde heute? Ja, passt. Gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Bedanke ich mich, danke. Ja, gerne.